dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Herrliche Stadt unseres Gottes. Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns hier auf der historischen Stätte des Kloster Memlebens. Ich treffe jetzt an der Stelle erstmal gleich die Luise, eine Praktikantin hier, die mir weiteres zeigen wird. Hey Luise, hallo. Schön dich zu sehen. Und was machen wir heute? Was haben wir heute so vor? Also ich werde dir heute hier dieses wunderschöne Kloster zeigen, was eigentlich gar nicht so langweilig ist, wie viele junge Leute vermuten. Und wir werden sehen, ob wir ein paar kleine Geheimnisse lüften können. Nachher triffst du dich dann noch mit der Museumsleiterin, Frau Knopig, und die wird dir dann noch weitere Dinge erzählen. Ja, da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Wollen wir uns dann gleich mal losbegeben? Na klar. Gut, auf geht's. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir befinden uns hier in der Ausstellung Herrschertod im Mittelalter, in der historischen Stätte des Kloster Memlebens. Das Kloster zeichnet sich einmal durch die Kirchenruine aus dem 10. Jahrhundert aus, dann durch die Krypta aus der Zeit um 1200. Und das sind Dinge, die man nicht außen vor lässt, wenn man europäische Kunstgeschichte studiert. Dann laufen einem die Sachen einfach über den Weg. Und als Sterbeort von Heinrich und Otto ist das auch in mittelalterlicher Geschichte einfach ein Thema. Da kommt man nicht umhin, dass da eben auch Memleben erwähnt wird. Zum eigentlichen Kloster? Die Klostergründung ist in den Jahren zwischen 973 und 979 erfolgt. Ja. 979 wurde das Kloster das erste Mal erwähnt. Dieser Gartenbereich, wo wir uns jetzt befinden, ja, der ist ja eher gärtnerisch angelegt, also zur Entspannung.